Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Hermann Hesse. Der Lehrling. In der Werkstatt wurde flott gearbeitet. Hans blickte die Esse, die stillstehenden Drehbänke, die sausenden Riemen und Leerlaufscheiben schüchtern an. Der Meister kam und streckte ihm eine große, harte und warme Hand entgegen. Dann griff er unter die Werkbank und zog ein gusseisernes Zahnrädchen hervor. »So, damit kannst du anfangen. Das Rad ist noch roh aus der Gießerei und hat überall kleine Buckel und Grate. Die muss man abkratzen, sonst gehen nachher die feinen Werkzeuge daran zu Schanden.« Hans begann zu feilen. »Halt!« rief der Meister. »Nicht so! Die linke Hand wird auf die Feile gelegt.« Bei den ersten Strichen wunderte sich Hans, dass das Zeug so weich war und so leicht abging. Dann sah er, dass das nur die oberste spröde Gussrinde war, die lose abblätterte, und dass darunter erst das körnige Eisen saß, das er glätten sollte. »Langsamer«, rief der Meister, »beim Feilen muss man Takt halten. Eins, zwei, eins, zwei.« Menschen, Räder und Riemen arbeiteten gleichmäßig fort, und Hans sah zum ersten Mal seine kleine Person und sein kleines Leben einem großen Rhythmus eingefügt.